Sag mal, habt ihr das gelesen? Ist ja jetzt überall in den Medien. Tal des Todes, Serienmörder im Paradies. Und das bei uns, am Tegernsee. Aber Gemach, Gemach, es muss jetzt keiner einen Möbelwagen kommen lassen oder die Reise absagen, ist zum Glück alles nur fiktiv. Mein Name ist Markus Herder und wer mal aus seiner heilen Welt für ein paar Stunden ausbrechen will, dem kann ich meinen Thriller Architekt des Todes ans Herz legen. In meinem Roman drängt ein mysteriöser Anruf den Studenten Henry Holmes zu einem nächtlichen Treffen. Vor Ort kann er allerdings nur noch die Leiche seines Gesprächspartners aus dem Tegernsee ziehen. Für den ermittelten Hauptkommissar Matthias Schweinberg wird er schnell zum Verdächtigen, denn laut Gerichtsmedizin war das Opfer schon vor dem Anruf tot. Bald entdeckt Henry eine Verbindung zwischen dem Mord und seiner Facharbeit über das Kriegsende im Tegernseer Tal. Eine gefährliche Jagd nach dem Mörder beginnt, und mit jeder weiteren Leiche hängt seine Zukunft mehr von der Beantwortung einer Frage ab. Was ist 1945 wirklich passiert? In den nächsten Tagen werde ich euch ein bisschen mehr zu den Hintergründen des Buches erzählen und euch vor allem zu den verschiedenen Originallocations rund um den Tegernsee führen. Ich hoffe, ihr seid dabei, aber ich mache mich jetzt besser auf den Weg. Ein Sturm zieht nämlich auf über dem Tegernsee.